Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Herrn Diesel. Servus. Servus. Was hast du da hinten eigentlich drin? Nichts. Also, fährst du einen Anhänger nur so spazieren? Ja. So, wir wünschen euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, 24.12.2020. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und genießt trotzdem das Fest in dem Sinne. Und wir sind auf dem Weg zum Bauhof, ehemals Bauhof. Dahin wurden wir eingeladen. Was sind da? Ist schon wieder ein Auto. Das kann doch nicht. Das ist aber nicht schon. Ups. Das ist aber nicht schon wieder ein Polizeiauto, oder? Doch. Alter, wie. Dämlich muss man sein. Zwei Polizeiwägen hingelegt. Was soll denn das? So. Achtung, da läuft einer rum. Ja, lass hier stehen. Ist gut. Aber du hast den Koffer hat schon geschrieben, Leute. Nicht mehr. Du bist doch zu den Blaubeeren gegangen. Ja, aber nicht abge. Ich hab den Hof nicht verkauft. Einen also, wunderschönen. Dann aber freut mich, dass er jetzt benutzt dafür wird. Hallo. Hallo. Moin. Herr Jäger. Moin. Moin. Ja, den bin ich nicht. Ist von jedem Hof einer da? Zumindest? Wo ist denn der Herr Jäger? Ich stehe doch hinter. Der ist hinter der Bühne. Nee. Der ist Backstage. Ja, es soll nicht jeder unbedingt meinen Verband sehen. Da ist er. Den Verband oder die Dummheit? Den Verband, da ich durch einen gewissen jemand, dessen Namen ich gerade nicht nennen darf, nicht arbeiten kann. Mhm. Darf ich Sie mal was fragen? Fragen können Sie mich alles. Ob ich eine Antwort gebe, ist die andere Sache. Mhm. Wie kommt es dazu, dass zwei Polizeiautos auf der Seite liegen? Das ist eine gute Frage. Mal, wieso fährt Nikolaus hier eigentlich Kreise? Wie bitte? Schlaglöcher. Und dafür zahlen wir Steuern. Schlaglöcher. Ich glaube, Sie müssten mal zur Nachschulung. Gar keine Steuern. Was doch willst du eigentlich? Herr Jäger. Schlaglöcher. Ja, ich glaube, aber irgendwann müssen Sie auch mal zur Nachschulung. Jürgen, geh da weg. Meine Güte. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin wirklich 30 km/h gefahren und dann war da so ein Schlagloch. Dann hatten sie eine Bombe unterm Auto. Gut, ich glaube es nicht. Fragen Sie den Herrn Neumann. Lass mal die Veranstaltung. Ich wollte gerade sagen, fragen Sie Herrn Neumann, ist mit dem Zollfahrzeug das gleiche passiert. Was steht denn hier für ein hässliches Ding rum? Ey, lassen Sie meinen Fan. Hier, Neumann. Hier ist ein Bier. Danke. Ich will nochmal Mut antrinken. Ja, ja. Jo, also, was los hier? So, wir haben uns ja hier versammelt, weil heute ja Heiligabend ist. Ja. Ajo, frohe Weihnachten euch allen. Ne? Frohe Weihnachten. Und jeder Hof durfte sich ja eine Sache wünschen für ihren Hof. Oha, so. Gibt's Geschenke. Also, der Win hatte sich 100 Schweine gewünscht. Da darf ich da mal kurz einklinken, der Win ist gerade kurz auf Toilette gegangen, der kommt gleich wieder. Das ist aber eine interessante Toilette da. Dann überspringen wir ihn ganz kurz. Ich glaube, die Toilette da hinten ist. Fangen wir mal mit dem Varuna an. Der hat sich ein Tatra gewünscht. Und. Ja, kriege ich den auch, oder was? Das ist jetzt die Frage. Warst du artig, warst du nicht artig? Nee, natürlich. Also jetzt machen wir das Tor wieder zu. Okay, du warst artig. Das ist deiner. Nee, oi. Wir machen das Tor jetzt wieder zu. Oi. Und das, die Seemaschine da hinten ist, meine Seemaschine. Hallo. Ui. Hast du das Tor nochmal offen? Hab ich irgendwas verpasst? Ja. Kann man da reingucken? Basics. Ey, kommen Sie da runter. Welcher Spacken macht denn immer das Tor zu? Basics. Jürgen. Ei. So, aber. Schön. Vielen Dank an den Weihnachtsmann. So, ui. Dann kommen Blaubeeren, da fällt ja Racex runter. Jo.
Ihr habt die Metallproduktion euch gewünscht. Oh. Die Schlüssel überreiche ich hiermit. Die Gebäude. Danke sehr. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder, Neumi? Doch. Kannst du nicht einfach 300... auf deine Preise. Kannst du nicht einfach 300.000 Euro verschenken? Das Teil von sich aus, vom Grundpreis, das Teil ist nur 200. Kannst du dich freuen? Kannst du deine Wucher noch höher treiben? Ja, je teurer ihr mir Zeug verkauft, desto teurer werden die Paletten. Kein Problem. Sind sie ja eh schon. So. Die Kalkulation mache immer noch ich. Und die muss ich auch rentieren. Der Stefan, der jetzt irgendwie nicht da ist, der bekommt 20 Schweine. Schafe, meine ich. Schweine? Ich wollte gerade sagen, wann hat der denn Schweine auf? Bin hat doch hier die Schweine. So, warte, habe ich irgendjemanden vergessen? Ja. Ich war irgendwann anwesend. Ich war abwesend, sorry. Ja, mich selber habe ich nur vergessen. Ich bekomme die Great Plant. Die haben den Winde und mich vergessen. Den Diesel musst du noch sagen. Ach ja, den Diesel hatte ich ja übersprungen. Genau, der bekommt 100 Schweine. Warum habe ich eigentlich die Video aufgestellt, wenn wir hier gar nicht draufgehen? Mit der Voraussetzung, dass du das selber abholst. Ja, hol ich auch. Und die gut gepflegt werden. Ja, klar, sonst sind sie ganz schnell wieder weg. Ich habe noch 15 der alten Schweine können direkt in die Metzgerei fließen. Die jetzt eins nach dem anderen. Ich habe noch ein Geschenk für den Herrn Müller. Welchen? Für den Lukas Müller. Ach, das bin nicht ich, das ist... Ja, dass du das nicht bist, wusste ich. Geben Sie mir mal die Dinger hinten rechts bei Ihnen. Die Dinger hinten rechts? Danke. Baruna? Klick, klick. Das ist der Falsche. Das klingt immer noch nicht. Das ist immer noch nicht der Herr. Yes, ey! Welcher ist es denn, Junge? Der ist ich! Der Springende! Ah. Der mit der hässlichen schwarzen Weste. Danke! Ach stimmt, das hätte ich an der... Ah ne, die haben beide die hässliche Mütze auf. Scheiße. Klick, klick. Ich bin illegal gefahren. Jetzt sind eben bei Ihnen die Handschellen dran, jetzt haben sie Pech gehabt. Ach so. Ja, und der Lukas bekommt nichts, weil er die vielleicht? Gemeinde abgezogen hat. Ich hatte nur ein paar, ich habe die schon wieder weggemacht. Unverschämt hat der Müller, Lukas. Ja, das klären wir nächste Woche vor Gericht. Der Lukas und so war das noch im Gemeinderat? Wollten Sie denn nicht verhaften? Ja, kommt nächste Woche zum Gerichtstermin. Die meinen, ich hätte sie abgezogen, aber wenn man sich den Kaufvertrag durchliest... Du bist eingeladen, weil du Zeuge bist. Also, sagen wir es mal so, der Herr Lukas Müller... Wenn die sich den Kaufvertrag nicht durchlesen, ne, kann ich ja nichts für. Herr Müller, ich warte immer noch auf eine Rechnung für den Teleskoplader. Die habe ich bis heute noch nicht bekommen. Ach, Und das da, wo von fünf bis sechs Mann, Wochen ich der her. Bessere Händler bin. Die Rechnung für den Teleskop. Der Teleskoplader ist schon ungefähr über 2 Monate alt. Neumi, wie heißt es so schön? Insolvenz lässt grüßen? Die Rechnung doch selbst. Ja. Aber nächste Woche ist Gerichtsverhandlung. Bei dir komme ich nicht mehr, Müller. Gerichtsverhandlung, ihr Mach seid doch. Natürlich alle eingeladen. Ach, wo wir gerade so schön in der Runde sind, Herr Varuna, ich müsste Sie nochmal sprechen. Jo, können wir gleich machen. Gerne. War es das? Jetzt oder nachher? Kommt drauf an, Sie verteilen ja die Führerscheine. Also, RaceX, bei dir. Ich verteile nicht, ich bilde aus. Wenn jetzt gerade alle hier sind, ich und Lukas haben auch noch eine Ankündigung zu machen. Ja, komm mal mit auf Seite. Achso, ich hätte auch noch was alle betrifft. Genau, weil ich und. Kommen Sie auch kurz mal auf die Seite. Ja, aber. Ups. So, jetzt. Entschuldigung. So, Herr Varuna. Ja. Und zwar, falls der Herr Lukas Müller Sie auf die Führerscheine anspricht, der kriegt eine Sperre. Ich habe den vorhin auch seinen LKW-Führerschein weggenommen, weil der hat den letzten Unfall mit seinem LKW gemacht. Der hat nämlich unseren tollen Zivil-PKW verschrottet. Okay, aber den PKW, den hat er, die Nachprüfung hat er gemacht. Wollte ich Ihnen noch mitteilen. Ja, da muss ich mich auch noch mit dem Gemeinderat kurz schließen, ob ich den nochmal auf die Straße lasse. Okay, weil, gut. Sagen wir es mal so, mein PKW lag auf dem Dach. Jetzt liegt er auf der Seite, ist auch nicht viel besser. Ich rede jetzt nicht von den T5ern, sondern von den PKW, von dem Pickup, den wir bekommen hatten. Ach so, okay. Gut, ich müsste aber auch noch was verkünden, gell? Ja.
Alkoholfrei gibt's auch. So, ja, Irgendjemand wollte hier noch eine Verkündung machen. Ja. Ich bin. Da vorne kommt noch ein LKW. Wer ist denn das? Ich glaube, das ist Stefan. Nee, Traktor. Schaut, das ist der Stefan. Das sieht so nach meinem Anhänger aus irgendwie. Ich glaube, irgendwie so ein Fendt. Also, ja. Ich möchte hier noch kundtun, dass es ab sofort die Agrargemeinschaft Nord-Süd gibt, die sich wie folgt zusammensetzt. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Ich glaube, der kommt. Einfach starten. Mach einfach weiter. Nee, es betrifft nämlich ihn auch. Achso. Müller, komm mal ran! Also anderer Müller, nicht hier. Zum einen besteht die Agrargemeinschaft Nord-Süd aus dem Herrn Diesel, der weiterhin die Schweine betreuen wird. Also die Viecher, Schweine, ja, nicht, dass man das falsch versteht. Und außerdem besteht es die Nord-Süd-Agrargemeinschaft auch noch aus dem Herrn Stefan Müller, den ich, wo wir den Hof gerade wieder ein bisschen aufpäppeln, damit die Schafe auch wieder vorwärts kommen. Genau, das wollte ich nur bekannt geben. Wenn es da Anliegen gibt, dann gerne an uns wenden. Gut, und Stefan war's. Müller, weil du nicht da warst, du bekommst 20 Schafe. Als Weihnachtsgeschenk. Zu Weihnachten. So, und wenn jetzt der Rest der Ankündigung rum ist, ich und Lukas haben auch noch eine Ankündigung zu machen. Jetzt sollte ich vielleicht einmal nach oben kommen. Und zwar haben wir beschlossen, dass wir die Stadt verlassen. Ja. Exakt. Wir haben beschlossen, dass wir nach Erlengrad auswandern und vielleicht kommen wir nochmal zu Besuch vorbei. Oh, exakt. Uff, da fall ich ja gerade in Ohnmacht. Endlich keine Konkurrenz mehr, obwohl die war kein Nie. Herr Neumann. Das ist gerade Flucht, ja, ich weiß. Das war schon lange geplant. Von Flüchten vor der Strafe. Herr Neumann, ein bisschen mehr Gefühl. Mein Beileid. Mein Beileid, dass ihr endlich... Hier hast du einen Gutschein für einen Kasten und Kastenmilch abzuholen. Und hier, Leon. Auch noch. Ich meine, Herr Neumann. Bitte. Ja. Könnten Sie eventuell nach Möglichkeit meinen Dienst mit übernehmen, weil ich falle erstmal aus. Ich kann... Ist ja nicht so, dass ich noch einen Landhandel führe. Ich meine, nur wenn Sie Zeit haben. Ich kann mit meinem gebrochenen Arm wohl schlecht großartig hier Verhaftungen durchführen, ne? Ich kann höchstens ein Auto fahren, das ist das Einzige. Ja, sieht man, wie sie Auto fahren können. Herr Jäger. War es das oder kann ich das? Ich hab noch was zu tun. Danke, tschüss. Ach, wo wir gerade dabei sind, die Herren vom Gemeinderat hätte ich auch noch mal gerne. Was soll ich davon jetzt halten? Okay. Ja, jeder ist frei, hier mit zu spielen oder auch nicht. Gelegentlich ist es halt ein bisschen schade. Aber gut, dann ist es so. Dann wandern halt zwei Leute mal aus. Wir suchen immer wieder neue Mitspieler. Wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach. Und vielleicht seid ihr dann bald Teil des Projektes. So, Tatra läuft gut. Das ist schon mal schön. Den werde ich jetzt direkt in den Wald stellen. Ich wünsche euch noch ein frohes Fest. Lasst euch reich beschenken, wenn es klappt. Und schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.